Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei The Division. Wo sind wir? Wir haben jetzt die Bande da ausgeschaltet und jetzt müssen wir den Anführer eliminieren und das werden wir jetzt auch tun. Ich hoffe es jedenfalls. Warnung! Feinde in der Nähe entdeckt! Die haben keine Strategie, die schlagen wir! Gute Arbeit! Oh, schau mal! Super. Da waren wir einfach zu vorschnell.
Jawohl, beim dritten Mal haben wir es jetzt endlich geschafft. Klasse, die Kämpfer draußen. Nichts mehr. Jawohl, wir haben eine Maschinenpistole bekommen. Zeigt Schaden pro Sekunde. Denn eine Waffe anrichtet. Also das hier. Wahrscheinlich. Wählt man im Inventar eine Waffe aus, öffnet sich eine detaillierte Übersicht mit den statistischen Werten und Gebrauchseigenschaften der Waffe. Auf dem zweiten Bild. Wollen Sie eine Waffe mit Ihrer angelegten Waffe vergleichen, begeben Sie sich ins Inventar, wählen Sie eine andere Waffe aus und drücken Sie G. Ah ja. Okay, alles klar.
Dann machen wir das. Wir gehen in den Inventar. Wählen eine andere Waffe aus. Drücken G. Und die wir jetzt haben. Und wir sehen, die Präzision ist natürlich besser. Die Nachladezeit ist ein wenig kürzer. Und die Reichweite ist natürlich ein Stück weit länger. Und die Stabilität minimal weniger. Also rot. Ja, wir nehmen einfach mal die. Vielleicht bringt das ja was. So, zurück. Okay, dann gucken wir nochmal im Inventar. Was haben wir denn hier mittlerweile? Wir haben mittlerweile eine Schutzrüstung. Schützender Panzer. Stufe 3. Wir wählen das an. Drücken mal G und gucken mal. Okay. Gut, hat gleiche Werte. Ist also egal. Was haben wir denn sonst noch? Ein Rucksack. Ja, den nehmen wir natürlich, den größeren. Oder den etwas besseren. Und wir haben ein Holster. Ja, das mal auf jeden Fall nehmen. So, Ausrüstung. Haben nichts. Okay. Gut. Ja. So, wo geht's jetzt hier runter, bitte? Das Geringste zu sehen. Das ist gut, dass man nichts sieht. Hier runter geht. Naja. Das nicht. Das ist die Lobby. Da kommen wir natürlich nicht rein. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Ein Abo wäre schön. Und ich hoffe, ich finde jetzt offline hier raus und kann euch dann das nächste Mal ein paar weitere Missionen zeigen. Ich bedanke mich, mach jetzt gut, tschüss.